Im letzten Halbfinale der Rugby-WM hat Südafrika in Paris England mit 16:15 geschlagen. Zuvor hatten die Springboks Gastgeber Frankreich mit ebenfalls nur einem Punkt Vorsprung besiegt. Im Finale trifft Südafrika auf die All Blacks aus Neuseeland, die sich zuvor mit deutlichem Abstand gegen Argentinien durchgesetzt hatten. Am kommenden Wochenende gibt es erst das kleine Finale zwischen England und Argentinien und am Sonntag das Finale All Blacks gegen Springboks.